mehr. Es ist schön, dass die Grünen und insbesondere hier Rainer Briggen und Wiebke Brems sich für uns und unsere Probleme interessieren, uns aufmerksam zuhören. Wir sind ein bisschen stolz darauf, dass wir auch schon was vorweisen können und erhoffen uns, dass wir durch junge Unternehmer auf der einen Seite und pragmatisch denkende Politik auf der anderen Seite gemeinsam die Energiewende ein ganzes Stück wieder anschieben können in der nächsten Legislaturperiode. Ich spreche natürlich lieber mit Ingenieuren als mit Juristen, aber unter Politikern gibt es ja beides. Und ich freue mich auch, dass ich mit Rainer Briggen und Wiebke Brems Ingenieure als Ansprechpartner habe. Heute ist der zweite Tag der Energietour, die führt uns quer durchs Land, von heute Morgen 6 Uhr in Aachen los, als erstes nach Lichtenau, eine der Pioniergegenden für Windkraftanlagen in Nordrhein-Westfalen. Wir sehen hinter uns, wie gearbeitet wird, hier wird repowered, alte Anlagen sind abgerissen worden, wunderbare neue Enercon-Anlagen werden gerade aufgebaut. Und das ist hier einfach die Gegend, wo am allermeisten in Nordrhein-Westfalen Windkraft genutzt wird. Und wenn Sie hier durch Lichtenau, wenn man hier durch die Dörfer fährt, es gibt mehr Dächer mit Solaranlagen als ohne. Also für Freunde erneuerbarer Energien wirklich ein Ausflug wert. Wir sind jetzt in Bad Lippspringe. Wir sehen hier ein Parkhaus aus den 60er Jahren, das überhaupt nicht mehr genutzt werden konnte, weil es völlig verfallen war, weil immer Wasser durchkam. Und man ist jetzt dazu übergegangen, hat eine komplette Photovoltaikeindeckung gemacht. Insgesamt 120 kW Leistung, eine hervorragende Anlage. Und das Parkhaus ist in dem Zug saniert worden, ist trocken, steht jetzt hier wieder als Parkraum zur Verfügung. Und hat eine Elektrotankstelle für Elektromobile, die ausgebaut werden kann. Also eine gelungene Lösung für ein lokales Problem, was zeigt, wenn ich lokale Handwerker habe, die mit PV umgehen können, Sonderanfertigung machen können, dann ist das genau das, was wir brauchen. So viel aus Bad Lippspringe und jetzt geht's gleich nach Bielefeld. Wir sind jetzt, letzte Station für heute in Bielefeld, Paulushof-Siedlung. Sehr, sehr schöne Passivhaus-Einfamilienhäuser, aber auch Studentenwohnheime. Als Beispiel das, was wir jetzt hier gesehen haben, Einfamilienhaus, 150 Quadratmeter für 300.000 Euro inklusive Grundstück. Also auch preislich für eine Innenstadtlage, 8 Minuten zum Bahnhof, ein hervorragendes Angebot. Ein ganzes Stadtquartier, was hier auf einer alten Industriebrache entsteht. Und wir haben die Technik sehen können und es ist einfach so, dass ab 2018 alle Neubau- und Passivhäuser sein müssen. Das heißt Heizkosten, die für den Einzelnen für so ein Haus bei 30 Euro im Monat liegen. Das muss man einfach rechnen. Also ein ganz spannender Tag. Das war der zweite Tag unserer Energietour und wir sehen uns dann in Kürze wieder und bis bald.